Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Chrono Cross. Ich bin es am Simmerfix. Beim letzten Mal sind wir hier an das Meer vom Ende gegangen. Ihr seht eine Kultur, die auf einmal eingefroren ist in einer ewigen Zeit. Wir gehen nun in den Geddon-Turm. Beim letzten Mal haben wir hier eine Botschaft gesehen von einem Monster, was vor Jahrtausenden gekommen ist und möglicherweise für den Untergang dieser Zivilisation verantwortlich ist. Lavos. Unser Antagonist aus dem ersten Teil und der Zerstörer der Welt, den wir eigentlich bezwungen haben. Wir sind hier bestimmt im Zentrum des Meeres am Ende. Das ganze Chaos muss sich von hier ausgebreitet haben. Eine riesige Turbine, in dem Menschen sind. Es sieht aus, als wären wir Gebäude alle verschmolzen und hätten sich vermengt. Was ist hier nur passiert? Sehr, sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Ich bin übrigens... Oh, das sind Gegner. Okay, liebe Leute. Ich dachte mir für eine Sekunde, es wären einfach nur seltsame Puppen. Das ist ein Einkaufszentrum? Das erinnert mich übrigens sehr an Xenogears. Da gab es dann am Ende auch einen Moment, wo man dann einfach so denkt, okay, alles ist schön und nett und dann siehst du so einen Platz, bevor halt alles furchtbar war und... Gehst auch in so ein Einkaufszentrum und siehst so einen schönen Weihnachtsmarkt. Das ist eine kleine Anekdote. Xenogears ist großartig gespielt. So, ich bin jetzt hier nochmal kurz zurückgegangen, hab mir nochmal die Kisten eingesammelt. Auf dem Weg ist mir nämlich was aufgefallen. Erstens, ich habe nochmal ein zweites Mal freier Fall dann hier bekommen, was mega cool ist. Und, oh Leute, ich cheat einmal kurz. Tut mir leid, aber ich möchte es nur zeigen. Wir sehen, unsere Charaktere haben jetzt hier Stufe 7 Skills. Und das ist nämlich geil, weil wir haben jetzt den neuen Skill. Dafür gab es sogar Trophy, als ich das eingesetzt habe. Mondsucht! Habe ich schon mal gesagt, dass sie mit Abstand die coolsten Attacken hat? Halbe Stunde Animation, aber 397 einfach so random als Attacke pro Gegner. Ja, kann ein ganz netter Move werden. So, und dann droppen die Gegner einfach random Mythril. Mythril war definitiv mal mehr wert, als es jetzt ist. So, ja, ein schönes Einkaufshaus, von dem leider auch nichts mehr steht. Und nur noch Schutt und Asche existiert. Diese Zivilisation, wer, was sie auch immer war, wurde ja komplett ausgelöscht und es ist nichts mehr da. Und was mich am meisten halt an dieser Sache im Endeffekt so bestürzt ist, dass wir Lavos zerstört haben im ersten Chrono Trigger. Das war unser Ende. Wir haben dafür alles gegeben und so einfach war es jetzt auch nicht, den Typen hier zu beziehen. Und nun ist der... Das ist deswegen, was ich nicht ganz verstehe. Ist es einfach eine alternative Realität, in der wir sind? Ist es eine Realität, in der Lavos halt existiert? Bitte Transit-Ticket. Hör dir, du bist links. Du hüpfst einfach rüber, Junge, steh dir dazu an. Okay, dann brauchen wir jetzt noch ein Transit-Ticket. Na gut, warte mal. Das ist ein trauriger Geist. Aha. Einlanzer! Lösch alles böse aus! Okay, so einfach geht das jetzt nun mal nicht. Ich will mich hier gut umschauen. Weil die Drops, die hier sind, die sind echt mega, mega mäßig gut. Nicht, dass es mir jetzt was hilft, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht. Zip. Eine Feder. Na, okay. Jetzt will ich erstmal da hoch. Fakt ist... Was auch immer hier los ist, wir müssen zumindest weiter und hier unser Bestes versuchen, irgendwie an diesen seltsamen Kreaturen vorbeizukommen, an diesen autonomen Puppen. Und irgendwo hier in der Mitte wird schon mal eine Antwort für uns finden, hoffe ich dann zumindest mal. Geht eigentlich freier Fall auf alle? Nee, geht auf einen. So. Ist auch unsere beste Attacke bis jetzt. Finde ich deswegen sehr schön, dass ich da ein zweites Mal bekommen habe. Aber in der Zwischenzeit lassen wir die Katzen hier fliegen. So, Irina hat übrigens hat auch Stufe 7 jetzt freigeschaltet. Letztens habe ich mich doch erst beschwert, dass wir keine Stufe 7 Move haben. Und kaum sage ich das, liebe Leute. Kriegen wir das? Bei ihr ist es aber so, ich habe da jetzt einen Froschspitzen drauf getan, was eigentlich ganz cool ist. Weil das bedeutet, endlich kann er in seiner ultimativen Form angreifen. Und da er jetzt schon mordsmäßig Damage macht, wird das, denke ich mal, noch lustiger. So, da ist ein großes Tor, das ignorieren wir. Ignorieren wir jetzt einfach mal. Dich kann ich leider nicht ignorieren.
Trotzdem ist unser mein größtes Problem. Nö. So. Kein Bock auf euch. Das ist echt so nett, wie man so ein random Encounter das einfach so komplett skippen kann, Mann. Das ist so lustig. Zack. Ich will eigentlich die Animation nur zeigen, weil sie halt so mega wenig stark ist. Und das ist auch der beste Move, den wir bis dato haben. Problem ist nur, das ist so eine Attacke, die kann ich nicht sofort triggern, weil da müsste ich 7-mal mit ihr treffen, damit sie ihr Combo aufbaut. Dann müsste ich nochmal mit jemand anderem angreifen. Und dann erst kann ich den Move triggern. So, Mithril, Dankeschön. So, ich schaue mich jetzt hier nochmal um mit diesem dummen Ticket. Ich will es noch nicht weitergeben, bevor ich das Ticket nicht habe. Ah, was haben wir da? Wahrscheinlich bin ich jetzt weitergegangen, oder? Da sind irgendwelche spooky Geister, da will ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht hin. Ne, ich geh nochmal kurz runter. So, hier geht's nirgendwo lang. Okay, sehr gut. Sehr gut, dass wir das nun wissen. Ja, ja. Dann gehen wir da nochmal rein. Schön, dass sie gegen alle nachgespawnt sind. Also. Weil da unten ist ja einer. Muss ich. Ich bin mir sicher, mit dem muss ich interagieren. Ja, jetzt! Es geht gerade nicht! Es wird Zeit. Du musst gehen. Du verpasst doch den Zug. Ich habe gerade den angeklickt. Und es ist nichts passiert. Das ist genau wie dieser Zeit. Dieser Zeitfluss, den wir hier erwischt haben. Da bin ich. Auf dem Boden liegt etwas. Ja, nimm. Das ist Ticket, oder? Transit-Ticket. Sehr schön. Da bin ich auch schon ein, zweimal hingefahren und da ist nichts passiert. Und auf einmal drücke ich da hin und auf einmal geht's. Also, weg da. So, wenn da nicht eine mordsmäßige Kiste ist, dann weiß ich auch nochmal. Heiliges Licht. Holy Light. Ich habe so viel geile Lichtattacken. Wenn ich jetzt halt noch Maxi wieder hätte, mal mit seinen ganzen Lichtattacken. Ist ja so nice. Medizinlehrbuch. Okay. Bringt mir das was? Ist das ein Item? Warte mal. Ich weiß, ich glaube, ich weiß sogar, für wen das ist. Schauen wir mal kurz. Transit-Ticket. Inzwischen haben wir echt viele Items. Ich prophezei mal, für wen das ist. Das ist für diesen einen Doktor, den wir, der Kid gerettet hat. Wäre zumindest mal meine Vermutung. Aber ich muss ja echt die ganzen Verbindungen zur Sendung jetzt gerade aufzeigen, weil es erinnert mich gerade so mega mäßig daran. Da war es auch, wie gesagt, so, dass man immer so teilweise in diese Welt gekommen ist, die so tausendmal fortschrittlich war, ist die wir kannten. Und halt alles einfach nur Ruinen waren. So, schön. Dann mit dem Aufzug kann ich jetzt wieder runterfahren. Top. Schön, dass der Aufzug unten natürlich nicht geht, gell? Das wäre viel zu leicht sonst. So, das sind unsichtbare Geister-Ladies. Geister-Ladies. Aber die Ehre. Was ist denn, Maxi? Hast du etwas gespürt? Ein Kind? Ein Geisterkind. Schön. Schön. Ich mag Geisterkinder. Alles in Ordnung? Ma'am, warte, ich hab nur Geister gesehen, so wie immer. Was? Du hast ein Kind gesehen? Ich sehe nirgendwo Kinder. Ja, überrascht mich nichts mehr. Gehen wir weiter. Hey, warte mal, ganz kurz. Ich muss mal kurz zum Aufzug zurück, mir fällt gerade was auf. Warte mal. Es gab doch kein Erdgeschoss, oder? Ah, jetzt sehe ich das. Ah, da ist eine Kiste drin. Warte. So. Ich dachte gerade, wo ist das Erdgeschoss? Aber stimmt, nee, es gab ein Erdgeschoss. Entschuldigung, ich dachte, wir fahren, können damit in eine neue Area fahren. Aber ist auch nicht so schlimm, denn... Das ist eine Kiste. Die hab ich echt nicht gesehen. So. Kitschiges Diadem. Okay. Ob das gut ist oder nicht, findest du... zeigt dir das Licht oder irgendwie so. Dreckiger alter Kopfschmerz. Steckmarkierabwehr. Top. Machen wir jetzt mal nicht. Aber okay, ich freue mich über alles. So, dann
Seid ihr einfach nur Geister oder seid ihr... Oh, ich habe das aktiv. Ja, doch, die greift mich schon. Okay. Ich vermisse übrigens, okay, so sehr meine... Spooky Geister. Kandidatin Nummer 1. Hallo, ich bin Gemmer. Ich bin 10 Jahre alt und Sternzeichen. Balsam ist meine Spezialität. Schön, dich kennenzulernen. Kandidatin Nummer 2. Hallo, ich bin Amanda. Ich bin 14 Jahre alt. In meiner Freizeit beschäftige ich mich und die... Vulkan? Vulkan? Kandidatin Nummer 3. Ich heiße Kevin und bin 10 Jahre alt. Mein Lieblingswort ist Wasserstrahl. Tafel, ich bin 17 Jahre alt. Arznei plus. Schön, dich kennenzulernen. Oh oh. Wieso? Oh oh. Oh oh. Das warte mal. Wir gehen mal ganz kurz zurück, heilen uns und dann schaue ich, dass ich mir den Vulkan hier schnappe. So, Elemente. Erstmal einsetzen, heilen wir uns erstmal kurz. Nein, hier, Tablette. So, und dann teilen wir mal kurz das Element zu, weil das ist ehrlich gesagt ziemlich cool, wenn die einfach hier so random mir hier ihre Super-Dinger zeigen. Aber was ist denn das schon wieder, Mann? Ich habe einfach Geister, die mit mir reden. Vielleicht drehe ich auch einfach durch. Vielleicht verliere ich einfach den Verstand. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich das nicht ausschließe. So, wahrscheinlich machen sie jetzt komplett andere Attacken, oder? Also. Keine Ahnung, Nummer 1. Ich bin Tafel 17. Meine Lieblingszeit ist Vulkan. Sehr schön, sehr schön. Pechregen. Was ist denn Pechregen? Kenn ich nicht. Tornado. Oh mein Gott. Blutsaugen. Blutsaugen ist mir das Liebste. Das ist übrigens eine schöne Sache. Okay, Tornado. Also, wir haben alle negative Statusattribute. Das ist sehr schön. Ja. Die Attacke hätte ich mir sehr gerne geklaut. Ich hoffe, die setzen die dann nochmal ein. Oder ich sterbe davor. Ich verstehe gar nicht, wieso die anfangen dürfen. Das habe ich noch nie erlebt, dass die Gegner so anfangen dürfen und dann auch einfach so diese random, diese Super-Moves einfach so raushauen, Mann. So, also erstmal Gruppenheilung. Da müssen wir Harleys Move irgendwie nach oben hauen. Und das machen die jetzt jede Runde, oder? Also jedes Mal, wenn sie dran sind. Das wird ein schöner Fight. Das wird ein sehr schöner Fight. Okay, zack. Gut, dann Vulkan. Und dann klauen wir das von einem von euch. Wer es auch immer einsetzen mag, ist mir wurscht. Hauptsache, der Vulkan gehört mir. Weil das ist ein sehr starker Feuermove. Das war eh nur sie. Die anderen Sachen können wir eh nicht klauen. Tornado ist noch schade. Ist schade. Wir haben, glaube ich, noch nie einen grünen Charakter richtig eingesetzt. Also stark sind sie nicht. Aber wir müssen uns ja, wie gesagt, nur um die Vulkan-Lady kümmern. Der Rest ist mir wurscht. Willst du mich veräppeln? Jetzt machen sie nur Standardattacken, oder? Top. Willst du mich jetzt echt veräppeln? Jetzt machen die echt nur solche doofen Attacken, oder? Ich muss ja nur sie links überleben lassen. Der Rest ist ja wurscht. Oh, ihr blöden Schönheitskandidatinnen jetzt. Mach nochmal einen Vulkan, komm. So, genau, greif mich schön an. Die triggern mich gerade, Mann. Die triggern mich gerade echt, Mann. Weil jetzt mal vor allem, wenn man sie nur Standardattacken, oder? Aber aus Prinzip jetzt nicht nochmal hier den Vulkan, oder? Ich kann das den ganzen Tag machen. Ich warte jetzt bis... Ja, danke, danke, danke. Ha, sehr schön. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, Bad Mask.
Zirk. Ich muss eigentlich gleich rausgehen und speichern, liebe Leute. Allein, dass wir den Vulkan haben, das ist schon mal mega gut. Wieder eine neue starke Fähigkeit, die wir haben. Ich finde es aber sehr schade, dass wir Pechring nicht machen können. Weil ihr seht, Pechring ist ein finsternes Area-Attacker. Und das alleine ist schon sehr wertvoll, aber habe leider nicht. Hilft auch nichts. Hilft auch nichts. So, passt. 1000 Elemente auch noch. Sollen wir uns eigentlich schlecht fühlen, dass wir hier die Ladies getötet haben? Ja, vielleicht ein wenig. So, dann schauen wir nochmal zuteilen. So, Heilung. Naturell. So, was haben wir denn noch? Also, freien Fall. Oh, freien Fall könnte man auch klauen. Mutterschiff kann hier niemand. Roter Wolf. Flut. Also, denke ich nicht. Weiß ich nicht. Das sind Summonings. Ich glaube, das machen die nicht. So, dann machen wir hier den Tornado. Für den Fall, dass wir es klauen können. Das wäre nämlich sehr schön. Am liebsten würde ich ja Finsternis-Attacken klauen. Weil ich brauche aktuell nur Finsternis. Finsternis und Wasser, alles andere ist mir wurscht. Also, komm. Was habt ihr für Attacken? Keine Ahnung, Nummer 1. Shannon. Zieht jetzt auch wieder Vulkan ein. Wassermann. Arznei Plus, okay, langweilig. Balsam. Und ich setze Giftgas. Ah, sehr schön. Und dann kriegen wir gleich mal all diese Elemente ab. Sehr nett. Oh, ist das nicht freundlich. Okay, das ist nicht ganz so freundlich. Jetzt setzt ihr natürlich nicht, ja. Jetzt setzt natürlich keiner den Sturm an. Das ist mir schon wieder klar. So. Warte, Leute. Ich muss das jetzt richtig machen, weil ansonsten gehe ich hier echt down. Also, was setzt du ein? Wasserstrahl, unnötig. Es ist halt komplett random, was hier einsetzt. Schwarzes Loch. Schwarzes Loch. Ich brauche den Skill. 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 Und da spiele ich jetzt auch nicht rum, Leute. Da habe ich jetzt, hier seht man, Cheat aktiviert. So, Feuerball. Ja, komm, ist mir alles wurscht. Ist mir alles wurscht. Ist mir alles wurscht. Komm, weiter, weiter, weiter. Ich will den haben. Ich will den haben, Mann. Es ist, glaube ich, aber ein Insta-Kill-Attacker. Das wäre natürlich schlecht. Ja, ja, ja. Schön, dass mich auch keiner trifft. Also, Element. So, und dann, nein! Sag mir, doch, ich habe das doch ausgerüstet mit irgendjemandem, oder? Oh, sehr gut. Ich will dieses schwarze Loch haben, Mann. Und wenn es euch umbringt. Nicht, wenn es mich umbringt. Wenn es euch umbringt, meine Ladies. Also, Ladies. Lernt Hardy kennen. So, wir machen das jetzt anders, liebe Leute. Tut mir leid. Das, wie gesagt, ich versuche diese ganzen Cheats nicht zu aktivieren. Aber in dem Fall, wir machen das jetzt ganz simpel. Wir warten jetzt, bis sie schwarzes Loch einsetzt. Dann hauen wir mit Harley ihren Special Move aus. Sollte da noch jemand leben, machen wir mit links nur seinen Special Move und dann sind alle down. Aber ich will dieses schwarze Loch haben, Mann. Das ist eine Finsternisfähigkeit, Mann. Und wir bauen aktuell alles auf Finsternisfähigkeiten auf, Mann. Ja, Feuerball, die Fähigkeit, die uns alle töten wird. So kann man das Spiel übrigens sehr gut schaffen, wenn man nie getroffen wird, Mann. Aber ich muss echt sagen, diese Cheats sind echt eine schöne Sache. Also wirklich, finde ich so nett, weil wie gesagt, es ist halt ein PlayStation 1 Spiel. Da sind dann Animationen teilweise immer so ein bisschen langwierig und dauern dann manchmal ein bisschen länger. Und ja, Leute, Mann, du kannst halt einfach alles skippen, Mann. Du kannst halt einfach so schnell hier durch die Gegend rushen. Und ich meine, klar, es gibt da immer Exzentriker, die da sagen, hey, sowas ist immer gegen das Original-Spielgefühl und so. Aber Leute, es ist halt einfach schön, wenn ich das machen kann. Und das macht halt hier in dem Fall auch wirklich mega Spaß, weil ich kann hier super Fähigkeiten holen. Und das für sehr wenig Arbeit. Und das ist super. Gut, also. Schauen wir mal. Elemente zuteilen. Links. Natürlich links machen wir eben so. So, wir haben hier nämlich die Elementarsperre auf 6. Elementarsperre ist natürlich immer nett. Aber ich denke, wir entscheiden uns für das schwarze Loch. Nur schwarzes Feld. Saugt alles im Umkreis in ein kleines Vakuum. Wahrscheinlich ist das wieder so eine dumme Attacke, die eine Insta-Kill-Attacke ist. Und ich check's einfach nur nicht. Aber hilft mir jetzt auch nichts. Ich setze es jetzt einfach mal ein. Also, naturell. Ultranova haben wir auch. Heiliges Licht. Wir haben so geile Lichtskills, Mann. Wir haben so mega Lichtskills. Dann können sie halt alle einfach nicht einsetzen, Mann. Das ist so traurig, Mann. Aber okay. Hilft nichts. Gut, dann sind wir mit der Area soweit fertig, hoffentlich. Haben wir eigentlich nochmal Kistel? Kistel? Da ist noch so eine Spooky Lady.
So, lass mal sie dann ein bisschen weinen. Also, was auch immer hier das ist, es scheint ein Ort zu sein, der auf mysteriöse Art mit den Seelen der Verstorbenen hier verbunden ist. Weil, Fakt ist, ihr seht ja, es ist hier nichts mehr, keine Menschenseele. Also, Menschenseele ist schon noch da, aber leider ist das das Einzige, hier noch was von den Menschen da ist. Ansonsten ist nämlich gar nichts da. Und die Frage ist, was ist das, was ist hier passiert? Es muss ja hier eine furchtbare Katastrophe passiert sein, die wir uns wirklich hier mehr oder weniger gar nicht vorstellen können. Was hier geschehen sein soll? Was ist das? Links hält sie Schwert. Endlich mal gute Items. Ich dachte mir, Excalibur 2.0, liebe Leute. Das ist eine Theaterbühne. Man sieht es ja ganz deutlich. Hier war ein Theaterspiel, hier war ein schönes Contest. Da haben sich Leute vorgestellt. Hey, hallo, ich bin die und die. Und irgendwas kam und hat hier im Sekundenbruchteil alles Leben auf eine Art ausgelöscht, wie wir es uns eigentlich kaum vorstellen können. Sehr bedrückend. Schon wieder so ein Kind. Sieht irgendwie aus wie Quercher. Das andere war ja so ein Mädchen. Das hat mich, weiß nicht, so ein bisschen an Male erinnert. Wir sind doch in einem Gebäude. Also, was macht also dieses Ding hier? Ich werde einfach nicht mehr aus diesem Ort. Da stimme ich dir sehr zu, mein kleiner diabolischer Clown. Aber nun gut, wir folgen jetzt erstmal Spooky Kid. Ah, folgen wir Spooky Kid, lieber. Oh, Spooky Kid. Links findet Elementarsperre. Ach, da war eine Kiste. So, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so direkt gesehen. Passt. Hallo. Ah, da geht's noch weiter rum. Okay. Ja. Ist hier was? Links für Mittel. Okay, schön. Das sind immer die miesesten versteckten Kisten, ne? Sowas mag ich ehrlich gesagt nicht. Weil das ist echt unfair versteckt gewesen. Das siehst du nicht und musst einfach random X klicken. Aber alte Gamer-Weisheit. Wenn du nicht weißt, was du tun musst, drücke X. Ist jetzt... Komm, hier ist noch irgendwo. Menschen? Es ist höchst bedauerlich, aber man hat sie anscheinend hier gefangen gehalten, bevor sie starben. Nun ist es Isbert, Is und Berdu. Sie sind uns so nah und doch so fern. Niemand vermag ihnen zu helfen. Noch mehr Seelen. Denn dieser Kiste. Auch wenn ich euer Schicksal natürlich sehr traurig finde. Ich will diese Kiste. Dämpfer. Okay. Oh, warte mal. Dämpfer ist doch diese coole Sache, die ich schon hier auf links ausgeteilt habe. Was hier den Elementarschaden nach unten zieht. Das ist eine sehr gute Fähigkeit. Ist wirklich eine sehr gute Fähigkeit, weil ich kann halt so den Gegnern einfach ein Schnippchen schlagen, wenn die da ihre super Attacken raushauen. Und dann halbiere ich zwar auch meine Schaden, das stimmt natürlich. Aber der Vorteil ist, ich tue halt auch den von den Gegnern halbieren. Und das heißt, ich kann mich dann auf Heilen konzentrieren und so. Ja, sieht gut aus. Trotzdem, so viele Seelen, die hier, ja, nicht ihre letzten Frieden bekommen haben. Und jetzt gehen wir wirklich durch das Todestor, so wie es aussieht. Alles in Ordnung? Was ist denn? Seit wir das Gebäude betreten haben, fällt sie dich eigenartig. Hat das wieder was mit diesem Kind zu tun? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen weiter, Maxi. Ich sehe tote Menschen. Und nun? Ein Sonnenuntergang. Sind die Wolken über dem Meer am Ende verschwunden? Die Dimension scheint hier instabiler zu sein als anderswo. Zeit und Raum verhalten sich nicht wie gewohnt. Zum Glück ist das Portal noch hier. Also haben wir einen Ausgang. Das ist die Hauptsache. Das ist so der Satz. Wenn du nicht weiter weißt, geh dahin und fliehe. Fliehe, wenn du nicht bereit bist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir noch in der... Das ist ja wie Tesato. Wenige Sekunden darin sind erholsam und eine ganze Nacht Schlaf.
Ja. Gehen wir einfach mal in die Köpsel rein. Ja, was soll schon passieren? Oh, sowas bräuchte ich, Leute. Sowas bräuchte ich immer. 2 Sekunden schlafen und dann die ganze Nacht wach sein. Da gab es eine super American Dad Folge mal. TP wiederhergestellt. Staatsleine fährt. Schön, die Musik. Aber das ist immer noch Hunger. Ey, Leute. Das ist halt echt Chrono. Es ist halt echt Chrono Trigger hier. In Chrono Trigger war es nämlich auch so, dass wenn man in die Zukunft gereist ist, dass man auch immer, da hat man auch genau diese Maschine. Und du hast die ausgedrückt und dann kam immer der Satz, hey, dir geht's zwar besser, aber der Hunger bleibt. Ich sage jetzt ganz ehrlich, wir sind irgendwo hingereist in eine Welt und die ist mit Chrono Trigger verbunden. Wie genau? Das hoffe ich so sehr, erfahren wir beim nächsten Mal, denn ich bin richtig gehypt und ich hoffe, ihr seid es genauso. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Let's Play Chrono Cross. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.